Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Hobbit Republic hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier fleißig dabei und bauen unsere Bau- und Handelsgenossenschaft weiter aus, die zum großen Teil natürlich nur aus Holz und Kies und diesen Produkten, die dahinter sind, besteht. Also Stahlproduktion haben wir hier jetzt noch nicht drin. Aber sonst dürften wir alles kriegen, was wir hier oben eigentlich auch haben, aber das können wir dann ja nach da versetzen. Gut. Da werden wir dann bloß wahrscheinlich den Kies zum Verkauf oder sowas noch lassen. So, unsere Kohleproduktion, früher oder später fange ich wirklich an, sie zu bauen. Ich verspreche es wirklich, hoch und heilig. Hier ist der Abschnitt der Abschnitt ist fertig. Wunderbar, dann kann ich den nächsten Abschnitt ja hier jetzt modernisieren und den Asphalt hier hinlegen lassen. Das ist schon mal gut. Da haben wir garantiert auch genügend Fahrzeuge für, die das machen können. Da kann man nämlich sagen, hier, bau du mal das da mit aus. Du bau mal damit bei. Und dann sollte das hier ganz gut funktionieren. Dann sind wir fast durch. Dann brauchen wir hier nur noch einmal das Stück. Dann müssen wir hier hinten gucken, dass wir das hier einigermaßen gut hinkriegen. Und durch modernisiert kriegen. Und natürlich dann hier den Anschluss machen. So, den Anschluss, den können wir natürlich auch legen hier. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Mit Lampe dran. Und dann kommt hier der Anschluss hin. Ein bisschen angleichen die ganze Sache. So. Das sollte dann so ein bisschen reichen. Naja gut, sieht ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. Ist genehmigt der Bau. Dann können wir das hier auch anschließen. Ne? Dann können wir hier so eine Straße rüber, runter und dann, dass das Ding hier dann auch angeschlossen ist, falls das mal brennt, dass da die Feuerwehr hin kann. Wir müssen sowieso eine neue Feuerwehr denn hier oben einrichten. Das wird auch noch wichtig werden. Ich wäre auch fast dafür, dass wir vielleicht eventuell sogar hier eine Stadtfeuerwehr noch hier oben unter sowas mit hinbauen, dass die dann immer besetzt ist. So, wie sieht es denn überhaupt aus hier? Sind dann alles noch Professoren hier drin? Ja. Oder beziehungsweise Uni-Absolventen. Und da können wir alles erstmal mit Ja bestätigen. Und hier mal 12 Professoren, die gerade ausbilden, und zwar 35 Leute. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die mehr Kosten, mehr brauchen, mehr Ansprüche haben, aber ich denke mal schon, ne? Mit höherem Bildungsstand hat man natürlich auch höhere Ansprüche. So. Aber es ist konstant steigend und das ist schon mal schön, dass wir da in diesem Jahr sozusagen die Einstellung, dass wir hier die kleinen Häuschen gebaut haben und dafür nur, oder gesagt haben, die sollen nur da arbeiten. Das war, glaube ich, relativ wichtig und richtig. So, ich frage mich, ob ich hier noch eins reinkriege. Ob ich hier daneben noch eins, das könnte man nochmal gucken. Da hätte ich mal noch Interesse dran, das rauszufinden. Dann da, nee, nicht Bildung, sondern Wohnung, Gebäude. Die hier ist das, ne? Und die, ja, die passt da wunderbar rein. Ah ja, mit der R-Taste kann ich das. Guck mal, wie schön das da noch reinpasst. Ha! Da sagt noch einer was. Dann machen wir das doch gleich hier rein. Und drehen wir die noch ein bisschen hin und her, aber die passt hier nicht mehr rein, ne? Ne, die will nicht. Aber gut, da können wir dann aber hoffentlich jetzt mit dem Fußweg, indem wir nämlich das hier mit dem verbinden, und dann komme ich da noch dazwischen mal irgendwo. Da komme ich dazwischen noch dran. Und dann von hier nach da. So, und dann kann ich nämlich hier über diesen Weg quasi fast alles erreichen, was ich unten brauche. Hier kann er die Universität dann drüber erreichen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir dann hier nochmal so einen Weg hinbauen. Da endet die Straße in einem Bürgersteig. Achso, hätte ich ja gleich auf Kaufen klicken können. Naja, gut, egal. So, dann müssen wir es halt doch nochmal alles einzeln durchklicken. Was war das denn für eine Ansicht? Und? Aha. Ah, das war die 1. Alles klar. Okay, gut. Ja, danke. Schön, dass ich das auch geklärt habe. Gut, dann werden wir jetzt hier nochmal ganz kurz die Straßen schon mal rankaufen. Damit hier ein bisschen was passieren kann. Damit auch der gutes Haus, das werde ich wahrscheinlich auch komplett kaufen. Aber damit hier die Feldwege fertig sind alle. Und dann damit auch, damit einhergehend die ganzen Wege. Ich weiß gar nicht, warte mal, geht der da dran an den, an die Straße oder geht der an dem Gebäude dran? Das weiß ich gar nicht. Da müssen wir gleich mal gucken, ob die dann wirklich da durchlaufen können oder nicht. So, das ist aber auch wieder alles klein klein hier.
Hätte ich wirklich mal auf den Kaufen-Button gleich klicken sollen. So, das machen wir auch noch fertig, das Stück. Dann kaufen wir uns das Stück noch. Und das Stück kaufen wir auch noch. Und dann sind sie sozusagen auch mobil, was das angeht. So, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz, wenn ich hier jetzt anzeige. Nee, da können sie nicht drüber, aber über die Straße kommen sie dann zur Schule, zum Kindergarten, zum Krankenhaus und zum Arbeitsplatz. Ah ja, Moment. Das können wir wahrscheinlich noch verkürzen hier, das Gehen zum Arbeitsplatz. Das waren nur 23 Meter. Wir gehen hier nicht hier drüber. Länger, ja? Naja, gut. Von mir aus, dann ist es länger. Aber 223 Meter bis zum Arbeitsplatz. Ich denke, das sollte gehen. Wir werden das dann jetzt hier schön kaufen. Das kostet ja nicht allzu viel. Und wenn es dann fertig ist, werden wir dort quasi die Einwanderer... Ach, da ist jetzt gleich auch ein anderer eingezogen, ja? Mhm. Aber hat auch Universitätsausbildung. Gut, okay. Nee, einer ist ohne Universitätsausbildung. Guck an, da ist gleich einer eingezogen. Na, das ist ja toll. Na, vielleicht kriegt er ja welche. So, aber dein Arbeitsplatz ist dieser hier. So, das heißt also, hier dürfen dann noch mehr Professoren drin arbeiten. Arbeit, da haben wir ja sowieso schon jede Menge hier. Und dann könnte die Uni noch was werden. Gut, das haben wir schnell noch gemacht. Ja, das ist mir so, sagen wir mal, wollte ich unbedingt noch gemacht haben. So, können die jetzt eigentlich, die können nicht hin, ne? Da wollte ich ja mal gucken, ob hier... Fußweg das abkürzt, ne? Oh, guck mal, die haben schon zu dem Sportplatz. Es sind schon 125 Meter. Ah, es ist knapp. Knapp, knapp, knapp. Das Ding hier wird wieder ganz schön stiefmütterlich behandelt, was die Bevölkerung angeht. Gut. Dann werden wir uns jetzt aber folgendermaßen nochmal ein bisschen äußern hier, was die Bevölkerung angeht. Da habe ich nämlich noch Bock, hier auf der Seite eigentlich Blöcke lang zu bauen. Das müsste eigentlich sich ausgehen hier. Mit den Schülern und alles, dass die denn hier, wenn ich hier jetzt nochmal eine Reihe Blöcke hinsetze, hier diese ganze Freizeitzeugs haben und hier zu dieser Schule kommen und natürlich auch zu diesem Teil hier hinkommen. Da hoffe ich zumindest drauf. So, heißt also, wir wollen dort nochmal ein bisschen planieren. Und zwar gehen wir auf die Höhe runter überall. So, drehe das mal größer hier, das Feld, damit hier auch ein bisschen was basiert. So. Müssen wir dann bloß halt drauf achten, dass wir die Straße denn da auch gut runtergezogen kriegen, die dann quasi hinter den Blöcken lang läuft. Geplant ist es aber, sie so nah wie möglich quasi hier dran zu stellen. So. Gut, das dann weg. So, dann kann ich auch wieder scrollen. Hier haben wir ja eigentlich auch noch Platz für zwei Blöcke, aber hier will man noch welche hinsetzen, die dann eben quasi hier oben arbeiten und, naja, gut, dann diese Bushaltestelle hier stark frequentieren. Kam ich gerade echt nicht auf das Wort, was ich sagen wollte. Stark frequentieren und dort, von dort aus dann zu ihren Arbeitsstätten gebracht werden. So zumindest der grobe Plan. Das klappt, das wissen wir noch nicht, aber... Dann nutzen wir erstmal vorhandene Strukturen noch. Das einzige Problem, was diese kriegen werden, ist Einkaufen, glaube ich. Oh ja, das könnte... schwierig werden. Entschuldigung. So, weil die können nämlich auch bloß bis zu dieser Bushaltestelle. Und von dieser Bushaltestelle bis zum Einkaufen sind sie schon... Oh, da kommt man nicht mehr hin. Was? Diese Busplattform schafft es nicht in den Shop, weil der Weg zu lang ist. Ach ja. Ja, wie halte ich denn das? Das halte ich ja ganz für doof. Wieso ist denn das so? Wieso geht denn das hier nicht drumherum rüber? Hört? Von hier nach da? Naja gut, okay, ja, das ist schon... Ist schon ein Umweg, aber... Ist das so schlimm? Jetzt habe ich das Fahrzeug ausgewählt, wollte ich nicht. 42 Meter bis dahin, 200 Meter bis dahin. Die kommen sogar bis zu der anderen Bushaltestelle hin. Aber nicht zum Geschäft? Ja, ist doch irgendwas nicht richtig. Ja, kann zu nahe treten oder so. Aber na gut. Dann werden wir dann ganz kurz mal dafür sorgen, dass die auch von dort aus zum Geschäft durchgehen können. Bauen wir nämlich... Komm ich hier nicht raus aus diesem Weg? Ging noch da oben so schön.
Das sieht ja wieder dort näher kommen. Machen wir erstmal. So, und dann gucken wir nochmal. Immer noch nicht. Das finde ich ja bitte mehr als merkwürdig. Weil der Weg ist ja nun wirklich hier jetzt wesentlich kürzer. Komische Sache das. Gut, okay. Das finde ich sehr, sehr, sehr merkwürdig, dass wir da nicht hinkommen. Aber na gut. Gut, das ist das Einzige, was wir hier denn brauchen. Ah, deswegen haben wir das nicht gemacht. Wir brauchen dann noch eine Shopping Mall hier auf der Seite. Naja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Also Arbeiter brauchen wir ja hier sowieso in dem Bereich und hier auch in dem Bereich hier jede Menge. Und ich will ja die hier eigentlich alle ausziehen lassen, damit diese ganzen Blöcke hier verschwinden und das denn da alles hinfahren mit Bussen, ne? Ja, ich habe schon ganz schön viele Busse hier unterwegs, aber so ist es nun mal. Na gut, hier gibt es genug Stoff rum, Kleidung geht hier in den... Ah ja, okay, rein. So, Arbeiter wurden da gerade mal abgeholt und es sammeln sich auch jede Menge Arbeiter dort. Achso, wir wurden hier... Na, bevor wir das machen, machen wir das hier oben, ne? Machen wir das klar. Glaube ich, ja. Das ist sinniger, wenn wir das klar machen hier. Kann ich das schon mitbauen lassen, mal hier mit Asphalt legen und so? Möchtest du vielleicht mir etwas sagen? So. Das brauchen wir dann auch. Da können die dann mal ausrücken hier. Das will ich eigentlich auch so schnell wie möglich fertig haben. Damit wir das denn hier umsetzen können, dass diese Fleischtransporter quasi denn hier hinten aus dem Lager bzw. aus der Fabrik holen können, je nachdem wo gerade was frei ist oder wo mehr frei ist, sagen wir mal so. So, gut. Zumindest sollte denn hier erstmal jede Menge Fleisch produziert werden können, denn hier sind jede Menge Viecher unterwegs. Also selbst hier liegen ja 20 Tonnen Vieh drinne, hier liegen nochmal 170 Tonnen Vieh drinne. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Leute, die denn hier oben hochkommen, auch das relativ schnell dann verbrauchen. So, wie sieht es hier eigentlich aus mit dem Lager? Was fehlt dir hier? Stahl hast du, mechanische Bauteile, Stahl brauchst du noch. Ah, da kriegst du deinen Stahl und dann bist du hier auch bald fertig. Haben wir denn hier Arbeitskräfte? Oh ja, 42 Leute. Da sind ein paar Arbeitskräfte vorhanden. So, hier ist ein Baukran vorhanden. Der ist dafür da, dass das gebaut wird. Ja, das kostet immer sehr viel mechanische Bauteile. Das ist nun mal so, aber es klappt so. Dann haben wir nämlich schon die Verbindung des Kieses. Vom Kies, so. Vom Lager her bis zum Verbraucher dort oben. Das ist schon mal schön. Wir könnten hier nochmal eine Tonne Zement einkaufen, aber wozu? Brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nicht. Arbeit habe ich da ordentlich reduziert. Gut, hier ist was am Machen, also dann mache ich jetzt doch den... Der Block, der kommt da hin, ne? Zum Einkaufen. Der kommt da zum Einkaufen, 150 Meter. So. Selbst wenn er über den Block müsste, 150 sind dann 230 Meter. 230 Meter laufen sie aber auf jeden Fall. Merkwürdig. Und hier vor dem Block läuft ja der Weg lang. Also, das ist merkwürdig. Oder kann ja nur eine maximale Anzahl an Verbindungen zu Gebäuden haben. Dass denn das Gebäude einfach rausfällt, weil das, keine Ahnung, 226 Meter sind oder so. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Könnte aber, in der Theorie könnte sowas möglich sein. So, hier oben auf der Baustelle wird natürlich auch schon Sachen hingebracht. Wunderbar, sie nutzen sogar hier die Brücke. Oh, das sieht aber auch schwierig aus da mit der Brücke. Eieiei. Ja, mal gut, dass dann... Uiuiuiui. Das sieht ja wahrlich wüst aus. So, Asphalt ist hier, Beton ist hier und nochmal Beton kommt hier an und dann kommt nochmal Beton an. Das ist sehr gut. Hier kommt auch schon mal ein wenig Kies an für den Zwischenweg. Da ist auch schon Kies oder da soll demnächst Kies ankommen. Dann haben wir hier auch schon jede Menge Leute zum Bauen drin, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Also das könnte gut was geben hier jetzt. Dass wir da dann irgendwann fertig werden und dann da auch schon produzieren, auch Fleisch drin produzieren. Ja, vielleicht noch den einen oder anderen Bus hinzufügen, der dann hier oben Arbeiter hinbringt. Arbeiter will ich überall hinbringen, aber ich habe keine Ahnung, habe ich denn so viel über? Weiß ich gar nicht. So. Die Baustelle, da wird auch hoffentlich jetzt schon fleißig
Walzt? Nö. Ja, nö. Weiß ich nicht. Müsste aber eigentlich, ne? Ah ja, da kommt sie angetuckert, die Walze. Okay, dann wird hier gewalzt. Dann sind wir da auch durch. Das ist schon mal schön. Dann werden wir das hier noch fertig machen. Gut. Und da ist der Fortschritt E513. Fleißig am Arbeiten. Gutes Fahrzeug. Schönes Fahrzeug. Jede Menge Getreide liegt hier. Hier auch schon, ne? Oh. Da hat sich wieder das Getreide ganz gut, wahrscheinlich in Konserven, ja. Oder in Viehproduktion. Oder vielleicht auch in Alkohol. War aber alles losgeworden, was hier war. Umgesetzt. Nur das wird gerade momentan nicht ganz so viel gefahren. Oha, hier ist aber. Oha. Na ja, gut. Da fährt die jetzt nach Hause. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn die alleine nach Hause fährt. Brauchst du immer sehr lange. So, das Lager ist fertig. Sehr gut. Gebäude ist ohne Stromversorgung. Ah ja, da müssen wir natürlich auch noch für sorgen, dass wir die Stromversorgung hier reinkriegen. Da könnten wir noch gleich eigentlich noch mal für sorgen, oder? Dip, 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 dip. 34, ne, 43, 40 wären sogar jetzt schon schön. Bin begeistert, 269. Gut, 12 haben wir nochmal dazugekauft, klar, das ist nochmal ein, oder 11 haben wir dazugekauft, nicht 12. Das ist natürlich nochmal ein enormer Sprung, aber ist schon schön. Gut, also jetzt müssen wir hier noch Strom reinlegen, irgendwie, in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form. Können wir die von hier abknapsen und da reinstellen? Dann müsste doch eigentlich hier fast alles bestromt sein, oder? Wir gucken mal, wenn wir hier drinnen einen Infrastruktur, Strom, Mittelspannung, Umspannwerk, den hier reinstellen, dann müsste ihr doch eigentlich ganz gut alles hier versorgen. Sieht gut aus, ne? Stellen wir den da schon mal hin und dann machen wir dann mal ganz kurz Pause. Dann muss ich nämlich hier mal kurz dazwischen grätschen. Das mal abreißen hier und muss da mal einen Mittelspannungsschalter hinstellen. In der Form. Und dann brauchen wir hier Mittelspannung da dran. Da dran. Und da dran. Genehmigen. Moment. Das Gebäude müssen wir kaufen. Das Stück müssen wir kaufen. Das Stück müssen wir auch kaufen. Und dann gucken wir, was kostet das Stück jetzt hier noch. Wo ist es denn? Hallo? Hm? Massenbau? Nee. Umspannwerk. So. Na komm, weg damit. So, das meiste ist. Dann ist das so mit dem Strom hier schon mal gesichert. Dann sollte hier alles mit Strom versorgt sein in dem. Und dann geht hier natürlich ziemlich viel Leistung über diese Leitung. Die von hier hinten kommt, da rüber geht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier nochmal eine Knotenverbindung mache, dass das hier im Kreis läuft, also einen Stromkreis ergibt. Ist ja manchmal auch nicht verkehrt, ne? Einen Stromkreis zu haben. So, alle Lampen gehen an. Das sieht schön aus. Unsere Stadt ist schön beleuchtet. So. Hier fertig gewalzt? Ne, da ist noch nicht fertig gewalzt. Und wie sieht es hier unten aus? Hier wird auch schon richtig fleißig gebaut. Da ist sogar schon ein Bagger angekommen auf der Baustelle. Selbst auf der Baustelle ist auch schon ein Bagger. Sehr gut. Gut, das kostet in der nächsten Iteration, also im nächsten Bauabschnitt, kostet das ein bisschen mehr. Hier brauchen wir ein paar Arbeitskräfte jetzt. Da haben wir Kies schon mal da. Hier haben wir einen Bagger drauf. Oh, da ist einiges unterwegs hier. Und beim Geld sind wir eigentlich schon wieder ganz schön, gehen wir schon wieder ganz schön lotterig um. Also wir geben schon wieder ziemlich viel Geld aus. Aber, naja. Die Wirtschaft muss brummen, nicht? So ist es ja. So, dann ist ja noch ein Bagger angekommen. Dann kommt hier sogar noch ein zweiter Bagger drauf. Dann kriegen wir hier nochmal Kies geliefert. Die letzten 2,8 Tonnen. Und dann kann das hier richtig rund gehen. Sehr schön.
Der Schlachthof braucht, naja, ein paar Ziegel, nicht viele, 28 Tonnen. Aber immerhin schon mal 28 Tonnen Ziegel, die wir selber herstellen. Und die vorgefertigten Platten. Ah, der braucht vorgefertigte Platten. Warte mal, kaufe ich hier noch Platten ein? Nein, kaufe ich nicht mehr ein. Das heißt also, ich habe hier 14, dort haben wir 26 Tonnen, noch zusammen. Na gut, 29 Tonnen macht trotzdem. 14 plus 29 sind keine 71, ne? Ich glaube, ich brauche hier 71 Platten für den Bau. Für den Plattenbau. Ja, 71 Platten brauche ich hier, 71 Tonnen. Da muss ich hier wirklich nochmal ein bisschen Zement nachkaufen. Das macht aber nichts, dann machen wir einen einmaligen Kauf für Rubel manuell. Einmal bitte Zement kaufen. So. Und dann lagert sich das auch hier hinten drin schon ab. Das ist sehr gut. Und dann wachsen dort die Platten schon mal hin. Und dann können wir dann, wenn die ganzen Leute hier mit ihren Platten fertig sind, also wenn die Platten hier leer sind quasi auf dem Lager, die 14 Tonnen, dann können wir die Leute hier hinschicken und von hier Platten holen lassen. Dann haben wir nämlich hier schon wieder einiges rumfliegen. 28 plus 2 plus 3 und 30 Tonnen. Das wird noch nicht ganz reichen, der Zement. Oder beziehungsweise wir müssen da wahrscheinlich Kies nachkaufen, aber... Ja, Kies kaufen und hier liegt da rum, das ist natürlich auch doof. Ne? Kies kaufen und Kies verkaufen, das ist noch blöder eigentlich. Warte mal. Du Kies, aber nicht ins Zollhaus. Löschen mal. Dahin. Entladen 100%. Und ab dafür. Dann kann er nämlich den Kies von hier holen, dahin bringen und dann können die hier mit dem Zement jetzt ein bisschen was machen. Dann kaufen wir nochmal ein bisschen Zement bloß nach. Einmal manuell gekauft. Das hat, da habe ich echt Kies gekauft, ne? Aber komm mal, 4 Tonnen nochmal reingekauft für den Rubel. Und dann sollte eigentlich der Transporter dann hier gleich von dort Kies abholen. Und die Gewinn bringt, oder beziehungsweise nicht Gewinn bringt, aber immerhin hier hinbringen, damit dort weitere Platten entstehen können. So hier draußen, da sind 6 Tonnen von entstanden. Und da haben wir dann 36, nee, 35 plus 14, da sind immer noch keine 71. Müssen wir noch ein bisschen was bauen? Naja, mal gucken. So, ist hier die nächste Bauphase schon in Gang? Nein. Aber hier anscheinend, genau, hier werden schon Bretter, Stahl und dann gleich auch Ziegel abgeliefert. Die kommen da gerade auch schon. Und dann geht das hier richtig schön weiter. Vielleicht bringt uns auch einer noch einen Baukran, damit das Kühlhaus dann demnächst fertig ist. Interessant, dass das wirklich mit Kiosk gemacht wird. Naja, gut. Also hier sind 25 Arbeiter drauf. Wir brauchen aber bloß noch die Arbeitskräfte hier. Und das sollte nicht gehen, na? 12 Arbeiter? Ah, nee. Ah ja. Bauabschnitt und dann nochmal ein bisschen Bauabschnitt. Könnte sein, dass da... Ja gut, das Walzen, das könnte natürlich schwierig werden, ne? Wenn sie denn... Siehst du eine Kolonne von 25 Leuten? Die dann so nebeneinander hergehen und die Straße platt treten. Das ist bestimmt auch ganz lustig anzuschauen. Da kann man bestimmt auch viel Freude mit haben. So, jetzt werden hier schon 28 Tonnen Ziegel, 9,5 Tonnen Bretter und ein bisschen Stahl gebraucht. Das ist immer noch ein Fahrzeug auf der Baustelle, nämlich der Bagger, der eine. Na gut, wenn er da bleiben muss, dann muss er da bleiben. So, dann werden hier aber Leute ausschwärmen und Dinge holen und unter anderem auch Steine. Und dann kann denn hier wenigstens wieder ein bisschen Stein hergestellt werden. Sind da was? Federwasser auf Lager? Nein. Gerammelte voll. So, hat denn hier schon mal eigentlich unser Truck, der Kies abliefern soll? Da ist er. Gucken wir mal, wenn der hier 11 Tonnen Kies anbringt. Na, da muss schon mal hier gewesen sein, weil wir hatten ja 6 Tonnen Moment, oder haben wir bloß, nee, wir haben 4 Tonnen nochmal nachgekauft, ne? Ja, 4 Tonnen haben wir nochmal nachgekauft. So, manchmal läuft der Betrieb ohne Probleme, aber jetzt hat er gerade wieder Probleme. Dann kommt jetzt aber der LKW mit dem Kies. Sehr schön. Und dann kann ich erstmal fleißig. Schön. Platten gebaut werden. Funktioniert. Ich bin begeistert. So, hier sind noch ein paar Platten drauf. Jetzt gleich nicht mehr. Das heißt, jetzt werde ich dir sagen, dass du deine Fertigbauplatten hier bekommst. Du bekommst deine Fertigbaupaneele
Hierher. Du bekommst deine Fertigbaupaneele hierher. Und du, man glaubt es kaum, wirst deine Fertigbaupaneele von hier holen. So. Gut. Da stand das eh schon drauf. Gut, dann können wir jetzt hier quasi das Lager so langsam aber sicher leer fahren. Der Kies ist auch bald aufgebraucht. Der neue Kieswagen ist noch nicht da, ne? Aber er sollte eigentlich gar nicht so weit weg sein. Vielleicht ist er gerade tanken. Bist du das? Ah ja, okay. Bräuchte man also theoretisch zwei LKWs, die das dann kontinuierlich tun und dort Kies hinfahren. Dann hätten wir hier eigentlich schon die Kiesversorgung sichergestellt. Naja, gut. Wollen wir nicht weiter drüber reden. Kriegen wir ja hin. Oder später. So, das Gebäude ist auch schon fertig. Das Gebäude ist noch nicht fertig. Das müssen wir dann nochmal ein Konstruktionsbüro zuweisen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dir, dass du da hast Spaß dran? Gebäude ist noch nicht fertig. Ja, du sollst es ja auch bauen. So, du sollst auch dieses Gebäude bauen. Und theoretisch kannst du da auch noch mithelfen. So, dann ist mich hier der Verteiler noch dann der Verteiler schon fertig. Dann kann ich hier die Förderbänder anbauen, dann kann ich das Ding bauen, dann kann ich hier die Straße bauen. Und ja, ich werde hier noch einen Fußgängerüberweg. Aber der wird wahrscheinlich auch zu lang sein, auch wenn ich dann einen Fußgängerüberweg mache. 125 Meter bis dahin, ne? Und dann rennen sie quasi hier die Straße runter, also hier. Die Straße runter, darüber 125 Meter. Also theoretisch mit ein bisschen sehr viel Platz oder ein bisschen sehr viel Glück könnte das klappen. Wunderbar. Klappt, passt, wackelt und hat Luft. Sehr schön. Gut, dann können wir dann durchaus von hier Arbeitskräfte denn dort auch erwarten. Und da sind ja alle auch voll ausgebildet. Sehr gut. Sind hier schon wieder alle voll ausgebildet? Oh, wie das läuft hier. Meine Herren. Das ist hier, wie mein ehemaliger Arbeitskollege immer gesagt hat, das läuft wie es Katzenficken. So viel zum Thema Monetarisierung, glaube ich. Entschuldigung. Aber der hat das wirklich mal gesagt. Also egal, was wir gemacht haben, sonst irgendwas, ne? Und wie kompliziert das auch war. Wenn es denn lief, dann kam genau dieser Spruch. Und hat dann sich immer dann so hingestellt und gesagt, so, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja, hat er. Manchmal fragt man sich halt auch, ne? Ist halt wirklich so. So, hier werden wieder Ziegel abgeholt. Ich denke mal, dann brauchen wir Ziegel. Und zwar könnte das hier hinten sogar der Fall sein, dass hier Ziegel gebraucht werden. 57 vorgefertigte Platten brauchen wir noch. Wir haben hier schon, hier haben wir 27 und hier haben wir 29. Das langt hin für den Bau. Also da haben wir jetzt schon ausreichend. Sehr schön. Gut, also hier wird fleißig ausgebaut, dass der Lift dann fertig wird. Ich denke, wir werden auch immer früher oder später Arbeiter hinbekommen. Dann wird so langsam hier dieser ganze BAG-Baukomplex fertig werden. Hier haben wir die Arbeiter jetzt schon mal zumindest davon überzeugt, dass sie dann auch in unserem Betonwerk, plus Asphaltanlage, dass dann dort auch fleißig gearbeitet wird. Der Bau für die Fleischproduktion bzw. für die Fleischversorgung der nächsten Zeit ist auch im Gange und sollte eigentlich sehr bald abgeschlossen sein, dass wir hier denn die Arbeitskräfte, die hier arbeiten und die hier arbeiten, quasi auch mit in der Nahrungsindustrie haben, damit die alle hier mit reinlaufen und dann dort fleißig uns Essen produzieren, dass wir das auch in Massen vorrätig haben für die nächsten großen Ausbauten und die großen, nächsten großen Pläne. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir zum nächsten Mal wiedersehen. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.